Und wieder eine wunderschöne Vollmondnacht. Für dich, Cäsar, jetzt mal die Position hier. Das ist jetzt Richtung... Ich glaube, da hinten geht die Sonne auf. Also da hinter der Hütte sozusagen. Da ist Osten, da Süden, da Westen. Süden, also so Ost-Süd gerade eben in der Höhe. Und die Uhrzeit? Uhrzeit 0.40 Uhr. Ja, Cäsar hat ja aufgerufen, den Mond zu beobachten, zu notieren, in welcher Himmelsrichtung er zu sehen ist, in welche Uhrzeit, und wenn er dann die ganzen Daten hat oder praktisch dann die Seite, die er dann verlinkt, die die ganzen Daten dann auswertet, dann soll irgendwie bewiesen werden, was sein kann und was nicht sein kann. Ich glaube, in der 10. Klasse hatten wir Astronomie in der Schule gehabt, da haben wir auch mal so eine Zeit lang Mond beobachtet, und da habe ich selber auch... Auf einmal, jeden Tag ist er ein bisschen weiter da und auf einmal ist er ganz weg. Also mir ist da irgendwie keine Logik in den Sinn gekommen mit dem Modell, was wir damals haben. Und mir ging es nicht nur alleine so. Ich habe mich neulich mit einem Kollegen drüber unterhalten, hat gemeint, bei ihm war es genau dasselbe. Ja, vielleicht können wir jetzt mal ein schönes Mondmodell rauskriegen, was wir auch logisch kapieren, wenn wir uns da reindenken wollen. Wir werden sehen. Also... Immer wenn Vollmond ist, bekomme ich die schönsten Ideen. Jetzt geht es gleich weiter mit einem Re-EMF. Nichts Riesengroßes, aber durchaus was Nützliches, was ich zumindest bisher nicht wusste. Ich weiß nicht, ob es ihr bisher wusstet. Ja, der richtige 13-Monde-Kalender. Gut, das könnt ihr selber recherchieren, wenn ihr wollt. Aber was ihr nicht unbedingt recherchieren müsst, ist das, was ich an dem Vollmondtag heute rausgefunden habe. Und zwar ging es mir darum. Hier hinten... Der restliche Lithium-Ionen-Akku-Pack von meinem E-Bike hat jetzt immerhin fast ein Jahr durchgehalten, und die restlichen zwei Akkus wollte ich dafür nehmen, meine 3,6 bzw. 3,7 Volt großen Bänke, ne, hier zum Beispiel von meinem riesen Plasma-Fernseher, zu laden. Und normalerweise reichen 4 Volt Unterschied bei so einem Re-EMF ja einwandfrei aus. Ne? Auch die Re-EMF-Versionen mit so eine LED verbaut, die weißen hier oben, die viereckigen Dinger, das sind jetzt so die SMD-LEDs, die hier verbaut worden sind. Und so bin ich dann auch rangegangen. Aber da schau her, ne, hier ist es das Ampermeter im Ausgang, praktisch misst es jetzt den Strom, den meine Batterien abbekommen, wenn sie geladen werden. Und jetzt klemmen wir hier an. Hier leuchtet es fröhlich vor sich hin. Wir können auch ganz, ach, wir sind schon ganz hoch geregelt. Aber wir sehen, am Ausgang tut sich gar nichts. Ja, also ein ganz kleines bisschen, wenn ich sie jetzt eine Woche oder so dran lassen würde, würden sie schon etwas voller werden, das schon. Aber an Ampere tut sich gar nichts. Obwohl, na, Vorwiderstand halt moderat bei seinen 300, 400 Ohm und das Potty voll hochgedreht. So, und dann habe ich bei den Versionen es ja so gehandhabt, dass ich die LED, die ihr hier seht, praktisch davor und danach mit dem Drähtchen rausgegangen bin. Das ist der weiße Draht und der blaue praktisch. Und wenn man den kurz schließt, ne, schließt man praktisch hier die LEDs auch kurz und der Strom kann direkt durch, dann gehen die Ampere auf alle Fälle rein. Das ist kein Thema. Aber ich wollte ja Lithium-Akkus laden. Das heißt, da muss ich ziemlich fein einstellen, wie es zu sein hat. So, und da habe ich vorhin rumprobiert. Und dann habe ich gedacht, ui, das fetzt ja. So, und jetzt... gehe ich hier nur mal ganz kurz ran. Mal gucken, ob wir da auch was hören. Ja, gehört haben wir nichts, aber die LEDs sind jetzt richtig da. Und siehe da, jetzt geht auch was in meinen Akkupack hinein. Das ist praktisch so ein Anschwingwerkzeug. Ja, Lippi, liebe Grüße. Aber ich glaube, hier beim Re-EMF kann man auch irgendwie was anschwingen. Ihr könnt es ja selbst mal probieren. Das wollte ich euch jedenfalls nicht vorenthalten. Also ihr seht ja momentan hier eine Doppel-Re-EMF-Version mit 2 Transistoren, die aber beide komplett parallel angeschlossen sind. Da habe ich selbst auf die Wege vom Strom geachtet, dass die wirklich gleich lang sind und immer von der Mitte aus abzweigen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die wirklich immer am selben Zeitpunkt schalten, aber wenn die baugleich sind,
Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass der eine geschwungen hat, der andere nicht. Aber ich vermute mal eher, dass zuerst das Feld hier drin im Ferrit gesättigt sein sollte. Und wenn das gesättigt ist, kann man praktisch wieder den Kurzschluss lösen und dann schwingt es auf einer höheren Potenzialebene, auf einer höheren Spannungsebene. Ach, ich bin ziemlich schlecht in den komplett theoretischen Ausdrücken. Das überlasse ich dann mal lieber den Experten, aber bei mir geht's jedenfalls.